For 65 years I have ruled this empire. Generals and kings have knelt at my command. But a darkness comes. The blood tide rises. These are the closing days of the Third Era. And the final hours of my life. Close shut the jaws of oblivion. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir sind vor dem Eingang zur Zuflucht der dunklen Brüderschaft und hier. Welche Farbe hat die Nacht? Die Antwort ist Hallo? Klar. Sanguin, mein Bruder. Schon geht die Tür auf. Zum Glück müssen wir das nicht nochmal machen, also wenn wir wieder rein wollen, müssen wir einfach durch die Tür. So, wir sind hineingekommen. Willkommen daheim. Danke, Tür. Seid gegrüßt, Bruder, seid gegrüßt. Ich bin Ocheva, die Herrin dieser Zuflucht. Lucien hat mir alles über euch erzählt. Ich heiße euch bei der dunklen Bruderschaft willkommen. Ihr seid nun in unserer Zuflucht. Möge sie euch als neues Zuhause und Ort der Sicherheit und Gemütlichkeit dienen, wann immer ihr einen solchen benötigt. Wenn ihr zur Arbeit bereit seid, sprecht mit Vicente Valtieri. Er ist für alle Aufträge für neue Familienmitglieder zuständig. Bevor ihr geht, nehmt bitte dieses Geschenk eurer neuen Familie an. Eine einzigartige Rüstung, leichter als normales Leder und so schwarz wie die Nacht. Doch ich halte euch schon viel zu lange auf. Vicente wartet schon. Ihr findet ihn in seinem Quartier. Geht jetzt, mein Kind, und möge Sitis mit euch sein. Lucien Lachance? Lucien kommt nicht oft hierher. Seine Pflichten... Lucien kommt nicht oft hierher. Seine Pflichten bei der Schwarzen Hand erfordern seine ganze Hingabe. Deshalb hat er mir die Aufgabe übertragen, in der Zuflucht nach dem Rechten zu sehen. Mutter der Nacht? Wer die Dienste der dunklen Bruderschaft in Anspruch nehmen möchte, muss ein Ritual für die Mutter der Nacht ausführen. Nur dann erhört sie die Gebete der Mörder. Es ist ein uralter Ritus, dieses schwarze Sakrament. Im ganzen Kaiserreich flehen Menschen tagtäglich die Mutter der Nacht an, die Leben anderer zu beenden. Wenn jemand das Ritual ausgeführt hat, nimmt ein Sprecher Kontakt zu ihm auf. Gold wechselt seinen Besitzer und die Einzelheiten werden besprochen. So war es schon immer. Sind es? Diese Narren in der Kirche und ihre sogenannten neuen Göttlichen. Es gibt keine Gottheit jenseits der ewigen und schrecklichen Herrschaft unseres fürchterlichen Vaters, Sitis. Zuflucht. Dies ist nicht die einzige Zuflucht der dunklen Bruderschaft. In ganz Cyrodiil sind andere verborgen. Jeder steht ein Sprecher der Schwarzen Hand vor. Gut. Geht nun, geschätztes Familienmitglied, und möge die Mutter der Nacht euch unter ihre kalten, liebevollen Fittiche nehmen. Dankeschön. So, dann schauen wir uns hier mal um, also hier mit den Hauptzahl der Zuflucht. Mit einem Buch der 5 Gebote, die wir schon von Lucien Lachance gehört haben.
Immer mit. Ich möchte euch in dieser Zuflucht begrüßen, mein neuer Bruder. Mit Tinava. Ich heiße euch in unserer Familie willkommen und an diesem Zufluchtsort. Fühlt euch hier wie zu Hause, liebevoll umarmt von der Mutter der Nacht. Lucien Lochance. Ocheva und ich kennen Lucien schon aus Kindertagen. Er hat uns in den Weisen der Schattenschuppen unterrichtet und ist wie ein Vater für uns. Mutter der Nacht? Die Mutter der Nacht ist die unheilige Ziehmutter der dunklen Bruderschaft. Sie leitet unser Handeln, so wie der fürchterliche Vater Sitis einst ihres geleitet hat. Schattenschuppe? In der argonischen Heimat Schwarzmarsch werden jene, die unter dem Zeichen des Schattens geboren werden, direkt nach ihrer Geburt zur dunklen Bruderschaft gebracht. Jeder Schattenschuppenjüngling wird in den Künsten der Heimlichkeit und des Meuchelmordes ausgebildet und verbringt sein Leben im Dienst des mächtigen Königreichs Argonien. Jede Schattenschuppe, die die Volljährigkeit erreicht, wird als vollwertiges Familienmitglied in die dunkle Bruderschaft aufgenommen. So war es bei mir und bei Ocheva. Sitis? Wer Sitis ist, fragt ihr. Manche nennen ihn den fürchterlichen Vater. Die dunkle Bruderschaft ist vor sehr langer Zeit aus einer furchtbaren Liebe entstanden. Zuflucht? Ich habe gehört, dass der Graf von Chardinal Informationen über diese Zuflucht hat, aber er erhält viel Gold sowie andere Vergünstigungen, damit er den Mund hält. Aha. Interessant. Handelt alle Zeit in Sittes Schatten, lieber Bruder. Dankeschön. So. Ah ja, hier gäbe es eine Abkürzung zu dem Brunnen, der neben dem Haus steht, aber leider ist er verschlossen. Hier geht's in den Trainingsraum. Jetzt sind wir zum Trainieren. Aber ist zurzeit keiner da. Hier gegenüber befinden sich die Gemächer, soweit ich weiß. Genau. Aber hier ist die Hausratte Intrigant. Ich kenne schon bessere Namen, aber egal. Und hier schläft jemand. Ach, das Thema, aber sorry. Jetzt habe ich den armen Kerl aufgeweckt. Nein, nicht mich ansprechen. Jetzt ist er in der Zeit, wo ich in den Trainingsraum gegangen bin, sehr ins Bett. Ja, gut. Ich habe so viel von euch gehört. Schwester? Willkommen in unserer Familie. Was soll das Ganze? Was soll die ganze Umherschleicherei und Versteckerei? Mein lieber Gogron, ihr seid einer der Lebenslöscher der dunklen Bruderschaft. Schatten und Täuschung sind unser Credo. Sind euch unsere Geheimnisse nichts wert? Ja, natürlich sind uns unsere Geheimnisse wichtig und ich habe sie immer streng gehütet. Aber Tarnung zum Töten zu verwenden, es scheint mir ein Zeichen der Schwäche. Aber Bruder, einige unserer Aufträge erfordern Feingefühl. Ihr müsst zumindest versuchen, die angebotenen Boni zu verdienen. Zulagen? Vergesst es. Gold und Zauberdinge sind kein Ersatz für die Freiheit, überall und jederzeit jemanden totschlagen zu dürfen. Oh, Gogron, eure Methoden mögen ungeschlacht sein, aber ihr tragt das Herz am rechten Fleck. Da seid ihr ja. Willkommen, willkommen. So. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Mir auch. Jetzt rede ich aber erstmal mit der blonden Dame. Das ist Ocheva. Wo hat die sich nur hin verzogen? Wenn die dann einfach angefangen hätten zu sprechen. Naja. Ah, da ist er. Willkommen, mein Bruder. Wie schön, euch endlich zu treffen. Ich hoffe, alles ist in Ordnung bei euch. Lucien Lachance? Ich werde Lucien Lachance immer als meinen Retter in Erinnerung behalten. Als er mich fand, lebte ich in der Gosse, nur einen Schritt vom Tod entfernt. Ich verdanke ihm alles. Mutter der Nacht? Ich habe mich immer gefragt, wer die Mutter der Nacht in Wirklichkeit ist. Manche sagen, sie sei eine alte Frau, die irgendwo hier in Cyrodiil lebt, aber ich bin mir nicht sicher. Sitis? Manchmal, kurz vor einem Mord, spricht Sitis mit mir. Er flüstert in mein Ohr und füllt mein Herz mit den Freuden von Leiden und Tod.
Zuflucht? Habt ihr jemals auf der Straße gelebt und ums nackte Überleben gekämpft? Diese Zuflucht ist mein Zuhause. Hier habe ich die Sicherheit und die Liebe gefunden, die ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. Okay. Viel Glück, Bruder. Ich hoffe, dass ihr nicht getötet werdet. Ich will sagen, ihr wisst schon. Naja. Willkommen. Willkommen in der Familie. Ich würde euch ja umarmen, aber Ocheva hat es mir untersagt. Ich habe einmal erlebt, wie Lucien mit einem aufsässigen Bruder umgegangen ist, der gegen die Gebote verstoßen hatte. Ich brauchte eine Woche, um das Blut von meinen Stiefeln zu entfernen. Mutter der Nacht? Ich weiß nicht, wer die Mutter der Nacht ist, aber sie bezahlt mich dafür, Leute umzubringen. Hätte meine eigene Mutter mich doch so sehr geliebt. Sittis? Wahrhaftig? Ich habe nie wirklich verstanden, wer oder was Sittis wirklich ist. Solange ich die Gebote befolge und meine Aufträge erfülle, sollte er zufrieden sein. Zuflucht? Ihr kennt ja die Redensart. Zu Hause ist dort, wo du den Kopf deines Feindes aufhängst. Aha. Gute Jagd, mein Bruder. Grüß Gott, Herr dunkle Wichter. So. Jetzt fehlt noch die Dame. Wo ist die? Eure Anwesenheit ehrt mich. Wie kann Ocheva euch behilflich sein? Nicht, dass die rausgegangen ist, nach ganz draußen. Weil genau die macht es gerne. Sich verziehen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich bin Teel Endril, eine Waldelfe und ergebene Tochter von Sittis. Ich hoffe, dass unsere Zuflucht euren Vorstellungen entspricht. Lucien Lachance? Eigentlich hat Lucien mich nicht rekrutiert. Zumindest am Anfang nicht. Er wollte mich töten. Mein Vater wollte meinen Tod und er heuerte die dunkle Bruderschaft dafür an. Ich entkam Lucien und zahlte meinem Vater seinen Verrat heim. In jener Nacht unterbreitete Lucien mir ein Angebot, das ich einfach nicht ausschlagen konnte. Mutter der Nacht? Unsere Fürstin ist eine äußerst alte und mächtige Elfe. Eines Tages, wenn ich ein Zuhörer der Schwarzen Hand bin, werde ich ihr wunderschönes und unheiliges Äußeres zu Gesicht bekommen. Sittis? Vor langer Zeit, in einem längst vergessenen Zeitalter, kam Sittis zu der Mutter der Nacht und zeugte mit ihr 5 Söhne. Die dunkle Bruderschaft entstand also aus seiner Liebe. Zuflucht? Um ehrlich zu sein, vermisse ich die riesigen Ulmen meiner Heimat Valenwald. Aber ich wurde vor langer Zeit von dort verbannt. Aufgrund von Taten, über die ich nicht sprechen möchte. Dies ist jetzt meine Heimat. Mögen eure Pfeile immer ins Schwarze treffen. Dankeschön. So. Einer fehlt noch. Und dann geht's auf zu Vincent de Valier. Wenn das nicht das neue Familienmitglied ist, nur damit das klar ist, die Gebote erlauben es mir nicht, euch zu töten, aber niemand kann mich zwingen, euch zu mögen. Ich verkaufe euch nur deshalb Ausrüstung, weil Ocheva mich dazu zwingt. Diese Familie braucht keine Fremden. Bei Sittis, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beeil! Ach komm. Gib mir ihn mal. Den da. Da habt ihr ja ein tolles Geschäft gemacht, Idiot! Bitteschön. Da habt ihr ja ein tolles Geschäft gemacht, Idiot. Nenn mich noch einmal Idiot und ich hau dir ins Gesicht. Da habt ihr ja ein tolles Geschäft gemacht, Idiot. Da habt ihr ja ein tolles Geschäft gemacht, Idiot. Jetzt kann ich es für... Ah nee, damit... Ah, mit dem könnte ich mein Ding...
Da habt ihr ja ein tolles Geschäft gemacht. Wo war's? Mein Schwert verzaubern. Ladung ist ja hinüber. Gut, was hat er eigentlich zu verkaufen? Einen schlechten Bogen. Aus Lehm entdecken, 30 Fuß. Und der Ring. 50 Fuß ist also besser. Hände der Mitternacht. Oh, 5 vergiftete Äpfel. Nee, ach komm. Kaufen wir die schnell ab. Ihr habt mich schön übers Ohr gehauen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Packt! Weiße Tis, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilung! Nee, 50 Fuß, 30 Fuß, nee. Gibt's nichts Besseres. Lebendeck ist extrem hilfreich im Ding. Aber was noch hilfreich ist, wo haben wir es denn? Da! In die Leere hineinschauen. 278. Was haben wir denn? Oh. Ach nee, 59, 278 hat es gekostet. Gut, der ist sehr schön. Oh ja, 1. Boom. Oh, keine Fackel. Ja, was war das nochmal? Kann halt haben. Licht. Genau. Übelriechender Affe. Machen wir es erst, wenn ich gesprochen habe. Weil Infravision unsere Sicht sehr ändert. Naja, bis Gott. Seid herzlichst gegrüßt. Ich nehme an, ihr habt bereits mit Oceva gesprochen. Ich bin Vicente Valtieri. Ich organisiere die Aufträge für alle neuen Mitglieder der Familie. Bitte lasst euch von meiner Erscheinung nicht beunruhigen. Die Bedürfnisse und Gebote der dunklen Bruderschaft kommen vor meinen eigenen Bedürfnissen als Vampir. Wenn ihr nun bereit seid, mit der Arbeit zu beginnen, gebe ich euch euren ersten Auftrag. Ist denn der Chance? Als ich in die Familie kam, wurde diese Zuflucht von einem anderen Sprecher geleitet. Lucienne übernahm, als sie beim Erfüllen eines Auftrages getötet wurde. Mutter der Nacht? Die Mutter der Nacht spricht nur mit einem einzigen Mitglied der dunklen Bruderschaft, dem Zuhörer der schwarzen Hand. Und wenn unsere Herrin spricht, dann folgt der Tod. Sittis? Sittis ist die Dunkelheit seit Unzeiten. Er ist kein Daedra und lebt nicht im Reich von Oblivion. Nein, Sittis ist etwas völlig anderes. Vampir. Ich wurde vor 300 Jahren vom Vampirismus heimgesucht, als ich auf einer Expedition tief im Aschland von Wardenfell unterwegs war. Fast 100 Jahre lang jagte ich im Verborgenen, bis die dunkle Bruderschaft mich fand. Heute habe ich eine Familie, die meine einzigartige Begabung nicht nur akzeptiert, sondern zu schätzen weiß. Eines Tages, vielleicht, wenn ich glaube, ihr habt es verdient, gebe ich euch eine Chance, zu einem Jäger der Nacht zu werden. Zuflucht. Diese Zuflucht gibt es schon länger, als ich der dunklen Bruderschaft angehöre, und das ist 200 Jahre her. Ein Auftrag ist ein geheimer Pakt mit der dunklen Bruderschaft. Sie geben uns Gold, und wir eliminieren eine Person. Ein Auftrag wird durch einen erfahrenen Meuchelmörder wie euch ausgeführt, der die Verpflichtung der dunklen Bruderschaft gegenüber unseren Kunden erfüllt. So war es schon immer. Bei der Ausführung eines Auftrags könnt ihr euch einen Bonus verdienen, wenn ihr bestimmte Vorgaben erfüllt. Nun lasst uns beginnen. Ich weiß nicht, was ihr von Piraten haltet, aber ihr müsst einen töten. Einen Kapitän, um genau zu sein. Auf seinem Schiff, umgeben von seiner Mannschaft. Wie sieht es aus? Ja, ich nehme den Auftrag an. Hervorragend. Ihr müsst Folgendes tun. Geht zum Hafenviertel der Kaiserstadt. Dort liegt ein Schiff vor Anker. Die Marie Elena. Geht an Bord des Schiffes und sucht den Kapitän Gaston Tissot.
Er hält sich vermutlich in seiner Kajüte auf. Töte Tussaud auf beliebige Weise. Die Piraten sind dabei, ihr Schiff zu beladen. Ihr könnt euch möglicherweise in einer der Kisten an Bord schmuggeln. Ach, und noch etwas. Fragt eure Brüder und Schwestern nach aktuellen Aufträgen. Ihr Rat kann sehr wertvoll sein. Als Pirat hat Gaston Tussaud... Okay. Der hat, glaube ich, noch keine... Vergießt etwas Blut für mich, lieber Bruder. Kein Zusatz, Bonus. Da habe ich gerade nicht zugehört. Vielleicht ist das am Bordschmuggeln der Bonus. Naja, hier lebt Uchiwa. Wie ich sehe, habt ihr den Auftrag von Vicente angenommen. Sehr gut. Jedes Leben, das ihr nehmt, stärkt Citis und lässt die Bruderschaft aufblühen. Auftrag? Ich habe auch mal einen Piraten umgebracht. Das Schiff war zu der Zeit natürlich auf hoher See. Irgendwo zwischen Wardenfell und Solstheim. Das waren noch Zeiten. Schattenschuppe? Wie ich sehe, habt ihr mit Teinawa gesprochen. Was er sagt, stimmt. Unser ganzes Leben haben wir zusammen im Schatten verbracht. Wir sind eine Einheit. Zwillinge. Wir wurden direkt nach unserer Geburt der dunklen Bruderschaft übergeben. Wir kehrten als Schattenschuppen nach Schwarzmarsch zurück. Ausgebildet in den Künsten der Heimlichkeit und des Mordes. Gemeinsam haben wir unserer Nation als Spione und Meuchelmörder gedient, wie es alle Schattenschuppen tun. Als wir volljährig wurden, traten wir gemeinsam der Familie bei. Und jetzt sind wir hier. Okay. Danke für... Ein geschätztes Familienmitglied und möge die Mutter der Nacht euch unter ihre kalten, liebevollen... Da geht's nicht rein. So, wen kann man noch um Rat fragen? Ich weiß, was ihr denkt. Ja. Auftrag? Aha, euer erster Auftrag. Keine Chance auf einen Bonus, hä? Was soll's? Macht nichts. Was braucht man magische Gegenstände, wenn man Talent hat? Das Gute daran, wenn man das Ziel aus der Nähe tötet, ist, dass man mit ihm sprechen kann. Man kann was richtig Furchteinflößendes sagen. Zum Beispiel hatte ich einmal den Auftrag, ein kleines Nordmädchen bei ihrer Geburtstagsfeier zu töten. Sie fragte mich, ob ich der Clown wäre. Da sagte ich zu ihr, nein, ich bin ein Bote des Todes. Ihr hättet ihr Gesicht sehen sollen. Egal, die wird keine 6 Jahre mehr alt. Okay. Gute Jagd, mein Bruder. Ja. Nur haben wir eigentlich. Ja, liebster Bruder, kann ich euch irgendwie helfen? Ich bin auf einem Gefängnisschiff gereist. Es war eng und dunkel. Es gibt kaum Platz, um sich zu bewegen, aber dafür viele dunkle Winkel, um sich zu verstecken. Vergesst das nicht. Dankeschön. Viel Glück, Bruder. Ich hoffe, dass ihr nicht getötet werdet. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich hoffe, dass euch eure Aufträge viel Freude bereitet haben. Ich hab da noch gar keinen gemacht. Die Marie Elena, sagt ihr? Das Schiff habe ich gesehen. Es hat einen außergewöhnlichen Balkon am Heck. Ich nehme an, er führt direkt zur Kajüte des Kapitäns, könnte hilfreich sein. Wandelt alle. Ah nee, der ist unfreundlich. Hallo, mein Bruder. Es ist schön, euch wiederzusehen. Die Mutter der Nacht war... Ja. So. Piraten, hä? Die sind ziemlich schnell und geschickt mit dem Schwert, aber sie mögen keine Rüstung. Genauso wenig mögen sie Bogen und Zauber. Okay. Ihr schon wieder. Ich... Ja. Übelriechender Affe. Oh, wir haben schon 4.08 Uhr. In der Realität, also bei mir hier, ist 3 vor 4. Also fast identisch. So, jetzt nutzen wir aber den Zauber mal. Das ist Infravision.
Perfekt, wenn es stockdunkel ist. Passt auch einigermaßen. Ja, damit kann man super sich stealth bewegen. Wenn man dann noch den Ring des Grauen hat, kann man es nichts mehr aufhalten. So, dann würde ich sagen, wir reisen in die Kaiserstadt zu dem Schiff. Und dann... Oh, ist das nicht schön. Und dann sehen wir uns vor dem Schiff. Und so wie kann ich schon mal sagen, das ist das Schiff, wo die Piraten uns angegriffen haben. Die tot sind. Also ins Schiff reinkommen wird da glaube ich nicht so schön. Naja, bis gleich. So, wir sind um 9.40 Uhr in Kaiserstadt angekommen. Und hier haben wir das gute Stück. Achso, er checkt nicht, dass ich schon im Kaiserstadtbezirk bin. Moment, was haben wir gleich? Oder muss ich hier einbrechen? Ja, ich muss hier einbrechen. Naja. Hier haben wir's. Und? Was habt ihr zu berichten? Habt ihr die Explosion nicht gehört? Ja. Da. Ihr glaubt, es könnte euch gelingen, euch in dieser Kiste zu verbergen und so auf das Piratenschiff Marie Elena gebracht zu werden. Wollt ihr euch an der Kiste verstecken oder lieber euer eigenen Weg an Bord finden? In der Kiste verstecken. So, wir haben die Kiste, nämlich hier verstecken, in den Frachtraum des Schiffes transportiert. Es muss ich den Kapitän finden und töten, das vermutlich in seiner Kajüte. Ja. So. Boom, boom. Wunderschön. Ja, Schwert passt erstmal. Und den Ring. Ja, passt. Und den Zauber. Hier ist niemand. Auf ins Mitteldeck. Gut, hier haben wir niemanden. Ich sag's dir, Jungchen, es bringt Unglück. Eine Frau auf einem Piratenschiff. Zu meiner Zeit wäre das nie vorgekommen. Jetzt hör mal, wie oft hat Malvolis uns aus der Patsche gezogen, hm? Kapitän Tussaud hat gute Gründe, sie zu behalten. Wenn's ums Segeln geht, ist sie besser als wir alle. Ey, Jungchen, Beschimpfungen bringen dich nicht weiter. Sie mag zäher und gemeiner als ich sein, aber ist sie auch geschickter im Umgang mit Segeln? Das ist schlicht unmöglich. Ach ja, wie konnte ich das nur vergessen? Zum Beispiel, als wir damals bei Ersthalt fast an den Klippen zerschellten. Da war ein anderer am Steuerrad. Ich hab's tausendmal gesagt. Ich konnte nichts dafür. Das Rad war mit Möwenmist bekleckert. Ich bin mit der Hand abgerutscht. Das hätte jedem passieren können. Mit Malvolis ist uns so etwas nie passiert, oder? Und weißt du warum? Weil sie sogar im Schlaf besser segelt, als du, alter Narr, es jemals können wirst. Ha! Wart's nur ab, Jungchen. Dunkelelf-Schlampen bringen nichts als Unglück. Mit ihr auf dem Schiff sind die Tage des Kapitäns gezählt. Ihr werdet schon sehen. Hüte deine Zunge, Alter. Wenn Kapitän Tussaud dich hört, setzt er dich aufs Trockene. Jetzt komm endlich. Wir haben lange genug gequasselt. Okay, er verzieht sich in sein Zimmer. Hallo, wer ist da? Der legt sich hin, das ist gut. Wo seid ihr? So, Kapitänskajüte angekommen. Was zum Teufel? Ihr gehört nicht zu meiner Mannschaft. Ihr habt besser eine gute Erklärung auf Lager, wenn ihr dieses Schiff lebendig verlassen wollt, Landratte.
Bald wird euch das Handwerk gelegt, Pirat. Recht? Das habe ich mein ganzes Leben lang gemieden. Ich zeige euch wie. Nehmt das. Still. So. Irgendwas. Sein Schlüssel. Gut. Dann sollten wir. Captain? Kapitän Tussaud, alles in Ordnung, Sir? Wir hörten Lärm. Captain, wir kommen jetzt rein. Oh, schnell raus. Geronimo! So. Mit diesem Sprung ins kalte Wasser verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und beim nächsten Mal geht's frisch und munter in der Zuflucht weiter. Tschüss.